Genossinnen und Genossen, Delegierte, liebe Kameradinnen und Kameraden, so redet man sich bei uns an, verehrte Gäste dieses Parteitages, mein Name ist Wolfgang Engel und ich darf Sie recht herzlich von der Landesverband VVN-BDA Sachsen hier begrüßen. Der Schwur von Buchenwald ist seit Bestehen unseres Verbandes Auftrag für uns. Mit Entsetzen sehen wir, dass Deutschland wieder kriegsführende Nation ist. Der Schwur von Buchenwald besagt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und wir sind wieder so weit, wir sind wieder kriegsführend. Im vermeintlichen Namen des deutschen Volkes stimmte der Deutsche Bundestag für die Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland. Nur Ihre Partei stimmte dagegen. Dafür danken wir Ihnen. Es ist für uns und alle friedliebenden Menschen in Deutschland und in der Welt ermutigend, wenn sich welche für den Frieden einsetzen. Sie tun das und wir sind fest an Ihrer Seite. In unserer Zeit, wo in Deutschland Neonazis wieder unverhohlen ihre menschenverachtenden Ziele propagieren und vor Gewalt nicht zurückstrecken, werden Antifaschisten, die sich den Nazis entgegenstellen, juristisch verfolgt, vermeintlich auch im Namen des deutschen Volkes. Unsere Solidarität gilt all denen, die ihre humanistischen Überzeugungen durch ihre humanistische Überzeugung Opfer von Polizei und Justiz wurden. Ihre Partei ist nicht nur im Grundsatz ihres Programmes antifaschistisch, sondern dieser Grundsatz wird durch Sie täglich gelebt. Lassen Sie uns gemeinsam nach dem Schwur von Buchenwald handeln. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und jetzt kommt der Reklameblock. Wir haben draußen einen Infostand. Dort können Sie bei uns Ihre Unterschrift leisten für ein Verbot der NPD. Ich bedanke mich.